Hallo und herzlich willkommen, liebes YouTube-Universum, zu einem kleinen weiteren Horrorabenteuer. Es dreht sich um Passing Pineview Forest Version 1.1. Ein kleines neues Horrorabenteuer. Bleibt mir gar nicht viel zu sagen. Gibt's auf Steam? Könnt ihr euch ziehen? Ich guck mal hier kurz die. Was, wenn ich jetzt hochmache? Okay, ich dachte, er muss jetzt hier nochmal. Das machen wir mal auch hoch. Okay, so. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal und lassen uns überraschen, was in dem Pineview Forest auf uns zukommt. Und das Spiel wurde eigentlich entwickelt oder wurde entwickelt für die Oculus Rift. Aber ich habe keine. Ganz einfach. Ich habe keine Oculus Rift und deswegen. Oh shit. Deswegen. Stört das bei mir nicht und wir sind. Oh, Alter, hier ist eine Fliege. Und wir sind in einem Wald, wie man hier unschwer erkennen kann. Ein sehr schöner Wald sogar. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was unsere Aufgabe hier sein wird. Okay, mit Oculus Rift kommt das bestimmt richtig nice raus. Ich probiere mich gerade nur ein bisschen mit der Steuerung. Ja, auch nichts. Okay. Mit der Steuerung ein bisschen klar zu kommen. Und wir sind hier ganz alleine. Alter. Eine Story fehlt irgendwie. Was machen wir in dem Wald? Laufen wir von einer Party nach Hause? Oder haben wir uns einfach nur verlaufen? Und ich glaube, wir sind nicht alleine. Moment, ich probiere mal kurz live im LP die Fliege zu fangen. Jetzt kommt's. Leute, jetzt kommt's. Oh shit. Oh shit, Alter. Ich hab sie sogar. Oh kacke. Ich kann euch das jetzt leider nicht beweisen, weil wenn ich jetzt raus. Moment, kleinen Moment bitte. Ich schmeiß sie mal kurz aus dem Fenster raus. So, da bin ich wieder. Tut mir leid, aber sie ist raus und ich habe meine Ruhe. Jetzt kann ich auch meinen Mund offen halten und muss nicht mehr Angst haben, dass die Fliege irgendwie reindonnert. Okay. Wir sind immer noch in dem Wald und ich muss mal kurz die Kopfhörer ein bisschen leiser drehen. Falls ihr euch fragt, vielleicht, das ist bei dem Spooky LP, Spooky House of Blablabla, ist mir das extrem aufgefallen, dass man sieht, dass das Headset-Ding nicht auf meinem Ohr ist. Das hat folgenden Hintergrund. Ich muss mich selber hören und die sind so dicht, die Kopfhörer. Wenn ich jetzt den hier komplett auf die Ohren setzen würde, ich würde mich nicht hören. Weil ich weiß nicht, wie man sich selber
wie man sich selber sozusagen auf einen Monitor schaltet, dass man sich selber abhören kann. Hallo? Deswegen, kurz zur Erklärung. Und ich glaube, jetzt brauchen wir nichts mehr viel erklären, weil jetzt geht der Spaß los. Hier gabelt sich der Weg rechts oder links. Ich gehe mal links. Oder scheint es eine Hütte zu geben? Alter Shit, ist das ein Dorf? Gehen wir mal rein. Was Grünes. Ich weiß nicht, ob das Blut simulieren soll. Ich komme hier nicht hoch, doch jetzt. Oh, Lady. Also entweder wir sind unglaublich klein oder die Möbel sind unglaublich groß, weil... ja. Weil ich glaube, ich müsste, wenn ich, wenn es so ist, aufs Klo klettern. Lasst mich nachher nicht vergessen, den Gamma-Wert richtig einzustellen. Sonst seht ihr gar nichts. Der gute Freakshow hat euch gezeigt, wie das geht, den Gamma-Wert falsch einstellen. Könnt ihr mal bei ihm auf dem Channel schauen. Er hat, ja, ein bisschen gefailt. Aber ist nicht schlimm, er hat es gleich wieder ausgebügelt. Ich weiß nicht, was uns hier verfolgt. Bis jetzt brauche ich auch noch keine Taschenlampe. Alter, ich komme hier die letzte Stufe nicht hoch. Sollte man hier vielleicht gar nicht hoch? Doch, das sieht gut aus. Okay. Alles verlassen hier. Und ich wiederhole es nur noch mal zu gerne. Mit der Oculus Rift, liebe Freunde. Würde ich mir echt in die Hosen machen. Ich glaube, wir müssen da lang. Und ich heb mir mal die Batterien für die Taschenlampe auf. Ich weiß nicht, ob es useful ist oder ob man unendlich hat. Oh shit, ich will es gar nicht ausprobieren. Sehr, 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 sehr dichter Wald. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie es aussieht mit Taschenlampe. Schön, nicht wahr? Werden wir nicht lange in den Genuss kommen, liebe Freunde. Werden wir nicht lange in den Genuss kommen. Boah. Die Taschenlampe ein bisschen aktiv irgendwie. Es gabelt sich der Weg wieder. Ich nehme mal den hier. Einfach weil ich es mir gönnen kann. Wow. Das sieht nach einer kleinen Kirche aus. Man kann da nicht rein. Schade, das hätte mich jetzt mega interessiert.
richtig nice eigentlich. Und das hat mich wirklich interessiert und zwar richtig heftig. Ihr habt die Warnung am Anfang gesehen. Schwangere dürfen dieses Video nicht schauen. Schrägstrich dieses Spiel nicht spielen. Und wenn man einen Herzschrittmacher trägt, dann auch nicht. Da ich keins der beiden bin, ich meine gut, bei Schwanger bin ich mir nie so sicher. Alter. Aber ich habe keinen Herzschrittmacher, noch nicht. Das könnte sich aber bald ändern. Boah, sowas ist auch nicht schlecht, ey. Sowas im Wald. Einfach random aufstellen. Ich weiß nie, ob ich laufen oder rennen soll. Weil ich will jetzt auch nicht, dass das Video 2 Minuten geht. Rechts oder links? Wow, ja. Alter, bin ich erschrocken. Oh, verdammt. Oh, shit. Boah, der war nicht schlecht, Alter. Der war nicht schlecht. Boah, ich hab richtig Gänsehaut, liebe Freunde, Alter. Ich hab gerade auch mega laut geschrien. Ihr müsst wissen, es ist 1 Uhr nachts und ich hab's Fenster offen. Alter. Okay, wir gönnen uns nochmal. Ich glaube, wir gönnen uns nochmal, oder? Einmal gönnen wir uns noch. Ich weiß nicht, wie lange das Video geht. Oh shit, Alter, das hat ja... Irgendwas hat mich da von hinten geschnappt, das war ja mega mies. Ich will mal nur kurz gucken, ob ich unendlich rennen kann. Puh, das sieht so aus. Das wäre jetzt natürlich unpraktisch, wenn es so im ganzen Spiel dann so Stamina geben würde. Alter, ich... Hoho, Junge. Also das war gerade echt schon knapp an der Grenze. Mit dem habe ich jetzt gerade nicht so ganz gerechnet. Vielleicht kommen wir auch durch, wenn man komplett rennt. Also wenn man sich zumindest beeilt. Ich gehe jetzt auch mal in der... In keine Häuser rein. Oh nein. Oh, gut. Ich habe aus Versehen losgelassen. Ich dachte, er kann nicht mehr rennen. Alter, bei einer Oculus Rift. Alter. Das kann man sich mit einer Oculus Rift nicht geben, eh. Das sage ich euch aber gleich, eh. Ich glaube ja schon, ich glaube ja schon, ich glaube ja schon, ich glaube ja schon. Bin schon weg, bin schon weg, bin schon weg, da waren wir schon. Überall Geräusche. Alter, ich kann das schon. Gute Kondition, der junge Mann. Hätte ich das gewusst, wäre ich dauerhaft gerannt, ganz ehrlich. Aber. Das weiß man ja auch nicht vorher. Also wenn ich jetzt an der gleichen Stelle nochmal verrecke, glaube ich, dass es wirklich einfach damit zusammenhängt, dass es nicht weitergeht. Aber da stand Game Over und wenn das ganze Spiel wirklich nur aus einem Game Over besteht, das wäre irgendwie kacke, finde ich. Wenn man keine Möglichkeit hat, dem Game Over zu entfliehen, also das Spiel zu beenden. Im positiven Sinne. Alter. Okay, das sieht gut aus. So, bevor ich es jetzt vergesse. Ich mache das hier wieder ein bisschen leise. Bevor der mir gleich wieder in die Arme fällt und ich wieder todeserschreck. Gut. Also, man verreckt so oder so irgendwann.
Puh. Krass. Lass mal kurz ein Foto von euch machen. So. So, und damit bedanke ich mich, weil das war schon. Danke, liebe Freunde, fürs Zuschauen. Bleibt mir gewogen. Wenn ihr noch sowas sehen wollt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich spiele gerne solche Sachen, vor allem, wenn es dunkel ist und vor allem, ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, habe ich noch irgendwas zu sagen, bevor ich jetzt hier auflege sozusagen? Nee, eigentlich nicht. Gut. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis dann. Haut rein. Spooky kommt auch auf jeden Fall. Geht weiter. Macht's gut. Ciao.